Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. Erstmal Hausarrest. Okay. Naja. Dann ist das auch geschafft. Jetzt gucke ich nochmal nach Runen. Und dass ich vielleicht was auslagern kann. Wow, immer dieser Hass gegen Kinder. Ich muss tatsächlich gestehen, ich bin nicht der größte Kinderfreund. Hass ist immer so ein starkes Wort, aber ich komm mit Kindern auch nicht klar. Also, Abneigung trifft es vielleicht ganz gut. Also Kinder, kannst du mich jagen mit? So, gucken wir mal die Runen von... Wo ist er denn? Hugo. Mein Freund Hugo, da bist du. Was können wir dir denn geben? Eigentlich müsste ich dich mit Schnelligkeit oder so vollpumpen. Rune des Leuchtkäfers. Nee, das will ich auf gar keinen Fall. Schlafschlitzer. Rune des schnellen Schlitzers wäre bei ihm vielleicht auch angebracht. Hass ist keine Emotion, da sagst du was. Hat einst ein weiser Mann gesagt. So, was nehme ich denn? Giftimmunität ist auch nicht schlecht. Geschwindigkeit würde ihm auch nicht... Wäre auch nicht so schlecht. Oder? Da kann ich aber auch den Schlitzer geben. Dann kriegt er den schnellen Schlitzer. Rune der Kraft, Rune der Magie. Habe ich ein bisschen was höherwertiges? Ja, Rune der mächtigen Kraft. Das wäre halt ganz schön. Kann ich da noch die Blindresistenz reinpacken? Gut, dann frage ich mal Bababa nach neuen Helden. Ja, ein bisschen kann ich noch rekrutieren. Von der Zeit her passt das. What will you see? So, Lin haben wir gedeutet. Na, da weiß ich, wo der ist. Die habe ich ja alle schon mal gesehen. Da weiß ich ja, wo die sind. Was ist Hintergrund deuten? Mache ich einfach mal. Ja, schau mal nach für 500. Mal gucken, was du da so rausfindest. Noah liebt Hausarbeit. Martha hat ihm viel beigebracht. Putzen ist seine Spezialität und ein
Gebohnerter Boden macht ihn gleich zufrieden. Er putzt den Boden gerne in seiner Freizeit, was die Leute in seinem Umfeld fasziniert. Das hat jetzt welchen Sinn? Da lasse ich lieber einen Ort prüfen hier. So, zeig mal her. Oh oh, das ist interessant. Dein Ziel liegt unter dieser Stadt. Neue Prüfungen erwarten dich dort. Unter der Stadt. Also die Höhle, oder? Den kann ich doch auch rekrutieren. Ich weiß doch, wo ich diesen... In der östlichen Wüste. Was ist jetzt, wenn ich den deuten lasse? Erfahre ich da mehr? Okay, naja. Das bringt mir auch nicht weiter dann für den Hintergrund. Unterhalb der Höhle. Wen haben wir hier? Dieser geschickte Arzt sehnt sich danach, noch mehr Leben zu retten. Such eine Hafenstadt im Westen auf. The mysteries of this. Da, Mr. Richman. aber auch immer nur in den Videospielen. Im echten Leben nicht. Ich habe mal 100.000 bezahlt. Handsome to loosen the purse strings. Now that's my type of man. If I was a score younger, I might even let you talk me into a romantic dinner. I'll be taking that. Thank you kindly. Oh, wipe the look of horror off your mug. I'm not gonna swindle you. You really wanted me so bad that you'd part with buttload of baqua? You can't put a price on a skilled comrade. Das ist richtig. That's so. I've decided. I likes ya. You're gutsy, and gutsy men get it done. My services are yours. Many a buyer has tried to woo me before, but you're the first to pay the full amount without so much as a word of haggling. To honor your boldness, I'm giving you half of the 100,000 back. I might have hiked the price a tad to try and scare you away. Ja, cool. Das ist doch nice. You overcharged? Das ist doch nice. I did. But I am flattered you coughed it up. And now you get me for half what you thought. Win-win, right? Krass, cool. The name's Prunella. And my talents are worth every baqua. Pleasure to join you. Pleasure to meet ya. Hat die eine Panzerfaust? Als Waffe. Ja, aber du wirst ja... 50.000 sind immer noch viel, das ist richtig. Aber du wirst ja jetzt im Laufe der Story... Immer wenn du nach Hause kommst, in dein Hauptquartier, hast du ja Geld gemacht. Und das sind ja mittlerweile Unmengen an Geld, die ich da mache. Von daher, es geht doch schon klar. Und ich habe einen Held mehr. Okay, es ist nichts passiert. Aber hier kann ich die Stadt auch nicht verlassen. Das ist ja seltsam. Die Wüste im Osten, ja, cool. Wie soll ich es denn dann finden? Well, well, well. Look at you. Tough and right up, haven't you? Oh, auf einmal redest du mit mir, ja? Listen,
I'm a lens hunter. I travel from barrows to barrows in search of raw lens. You know, the unprocessed hunks that give off magical energy. The few finished rune lenses of the world are said to be made from high-grade lens. But you don't find many of those anymore, unless you stumble on a rare treasure. But that's how I make my living. Searching for the raw stuff. And hoping to strike gold by finding a finished lens. Also eigentlich habe ich vor, die Quest für den Johann zu machen, dem Künstler. Da habe ich ja gestern mit Periel gesprochen. Und sie meinte, in der östlichen Wüste gibt es so einen Skarabäus. Und das ist irgendwie ein wichtiger Stein und der ist wohl sehr selten und mit dem kann man dann den Mann verzücken. Das hatte ich eigentlich vor. Ich dachte, wenn ich durch die Wüste segel, trigger ich irgendwas, aber war nicht der Fall. Primal lenses then? There was one hidden in the barrows. Sorry, what? Don't tell me you've seen one. Ja, hab ich. Although, I did hear they unearthed one up north. Shook up the hunting community something fierce. Was that you? Mhm. Das war ich. I guess, sorta. No stinking way! I knew I was keeping an eye on you for a reason. You got talent, kid. Wanna come in on my next job? I've zeroed in on a promising hunting site out in the desert to the west. Problem is, it's a little too hot for me to handle alone. Mhm. The answer is yes, right? Great! I better go charter us a Shi'ar craft. Meet you down by the pier? Okay. Okay, okay, okay. Aber die Mission mache ich jetzt nicht mit ihr. Hier habe ich eigentlich alles abgeklappert. Hier dürfte nichts mehr sein. Ah, ich muss irgendwie in die östliche Wüste kommen. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Frank Gritzmacher. Gritzmacher. So, sie ist jetzt unten beim Pier. Ey, meine östliche Wüste. Vielleicht ist das auch ein total seltener Gegenstand wie der Glitzerstein. Dass man da richtig heftig reingrinden muss. Das könnte ich halt mal hier nachgucken. Alright. Weil, die haben was vom Skarabäus gesagt. Na, dann zeig mal her den Versandbericht. Hey there. Need some? Epischer Erfolg. Ich muss doch jetzt mittlerweile so viele Ressourcen haben. I'll be here. So, dann gucke ich mal hoch, zock. Dann gucke ich mal in die Bibliothek, ob ich da was finde. Welcome. Gegnerbuch.
wäre gut, wenn man halt irgendwie sortieren könnte. Kabunkel. Der rote Wyvern lässt auch einen glänzenden Stein fallen. Das ist gar nicht mal so uninteressant. Aber den lässt er wahrscheinlich auch sehr selten fallen. Der Skarabäus, unbekannte Antiquität, lässt er fallen. Heißt also, ich muss richtig hart reingrinden, bis der das fallen lässt. Ja, geil, da habe ich ja richtig Bock drauf. Vor allem, der lässt ja zwei fallen. Zwei verschiedene. Krass, ey. Meine Fresse. Can I help you, perhaps? Da. Ich habe mittlerweile so viele Ressourcen, da kann ich das hier easy ausbauen. So, Holzfällerproduktion plus 3, wunderbar. Dann bauen wir mal munter aus hier. Jägerhütte ausbauen. Irgendwie müssen die Ressourcen ja verbraucht werden. Die sieht sehr fancy aus. Beautiful. Na gut, dann kaufe ich mir mal ein neues Kartendeck. Falls ich einfach mal Karten spielen möchte. Orichalcum-Erz fehlt noch. Also ihn suche ich hier, ne? Den Künstler. Dann kann ich mir ein Theater bauen. Was mache ich? Mal ein bisschen Grind. Man kann es ja ein paar Runden probieren. Unbekannte Antiquität. Was wollt ihr von mir, hä? 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 Da ist es doch. Da ist es doch. Jetzt nur noch der Glitzerstein und dann bin ich durch. Lassen wir es mal schätzen. What can I do for you? Die Glückskatze aus Holz. Ist die das? Vielleicht habe ich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Das kann natürlich auch sein, ne? Leider das Falsche. Oh Gott.
Jetzt hast du mir... Er droppt zwei verschiedene. Na cool, und ich krieg das Falsche. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal in den Düsterwald und gucke nach den Glitzersteinen. Ich habe ja noch angelegt, dass ich die Drop-Rate ein wenig erhöht habe. Dingsbums hier, ne? Man weiß. Jetzt probiere ich das noch und dann soll es das gewesen sein. Dann mache ich Hauptstory weiter. Eine 2% Drop-Chance. Hm. Das ist aber richtig bodenlos. Das heißt, ich mache 100 Kämpfe und habe eine Wahrscheinlichkeit, dass es zweimal gedroppt wird. Das muss man sich mal vorstellen. 200stel. Das ist dumm. Haben sie schon nicht schlecht gemacht, ne? Man freut sich jetzt, ja, ich hab's gefunden und dann ist es das Falsche. Oh, glänzender Stein hat sofort geklappt. Stimmt, das. Ja, okay, das habe ich jetzt nicht bedacht. Das macht es natürlich anders. 2x2%. Sind wir bei einer 4%igen pro Kampf. Aber wenn du durchweg Doppelkämpfe hast, ne? Gut, dann hole ich mir wenigstens Herrn Glanzstein. Wenigstens habe ich den, ja. Wenigstens hat der jetzt mal auf Anhieb geklappt. So ein Fuck. Fick, Fuck. So, bitteschön. Haben wir es endlich. Oh my, the Sparkle Stone. You've delivered it as promised. Er hat nur 30 Stunden gedauert gefühlt. How beautiful. Just look at the way it sparkles. Quack! Might I take that from you? Darfst du haben, ja. Sure, it's yours. Quite right, and I, for my part, shall promptly begin making the necessary preparations to open an alliance branch of my emporium. Just maybe after I've had time to savor these sparkles a while longer. Yes, yes. Mhm. Gut, wieder einer mehr. Glanzgutachter Squash. Chum, now that be a sight for lidless eyes. I assure you that when we next meet, I will be stocking a varied assortment of accessories, all of the finest quality. Ich bin gespannt. And many of them will be. Ja, okay, ist gut. Ich baue dir mal schnell deinen Laden noch. Und dann. Alright. Geht's mit der Story weiter. Das waren jetzt mehrere Stunden nur rekrutieren. Seine Strömungsrune habe ich auch noch nicht gefunden. So dass ich noch nicht mal einen Runenladen habe. Shimmering Splendor. Ja, ich bin gespannt, was für Accessoires du hast.
Das gleich mal ausbauen. Das liegt in der schlechten Übersetzung. Die heißt im Deutschen Flutrune. Ah. Ja, natürlich habe ich die schon. Natürlich habe ich die doch schon. Ach, deswegen Strömung. Ich habe mich mal gewundert, was wollen die mit Strömung? Oh, der Rüstungsladen hat mehr Waren. Cool. Dann kann ich das natürlich auch noch schnell machen. So, das kann ich noch nicht machen, aber das kann ich. Dann gucke ich mal Flutrune. Die habe ich auf jeden Fall. Die hat Francesca angelegt. Da, Rune der Flut, da haben wir sie doch. Vielen Dank für den super Hinweis. Wenn ich dich nicht hätte, ey. Da. Strömungsrune, ja klar, Flut. Muss man aber auch erstmal drauf kommen. Look, I really don't have time to chat unless you happen to be carrying. Okay, hey, look at that. You've got one. I could really use that for my research. Don't suppose you'd let me take a closer look. Oh yeah, see? Check it out. This rune is killer. You know the way light dances on the water? Mm-hmm. It's vibrancy, it's power. And you can imbue all of that right into your lens. Ich habe nur durch Zufall gemacht, weil ich mit ihm gesprochen habe und die schon in der Tasche hatte. Das ist dann echt ein sehr schöner Zufall. Der ist mir verwehrt geblieben. Did you need something? It's Noah. I'm looking for people willing to join the alliance. Okay, dann habe ich den auch endlich. You're Commander Noah? No wonder you came through for me. They say you, although it really chaps my hide that the Dukes and the Empire are using it for nefarious purposes, if those rumors are true. You know what? I've decided. Alles klar. Freut mich. Willkommen, mein Freund. Willkommen. Welcome to the ranks. Dann kann ich ihn endlich streichen. Und den Glanzstein kann ich auch streichen. Der Zettel leert sich. Call me Codal. I eat, breathe and sleep lens research. So I'm sure I can find a way to make myself useful. Alles klar. Mein Gott, dann war das ja doch noch halbwegs erfolgreich. Haben wir wieder ein paar dazugekriegt. Ich kann jetzt noch weiter ausbauen. Can I help you, perhaps? So, dann kann man Runenladen. Perfekt. Thanks. Nee, brauchen wir kein DIN-A3-Blatt für die ganze Quest. Aber da kommen ja noch einige. Also ein bisschen Platz habe ich hier noch auf meinem kleinen Zettel. Aber es wird langsam eng. Muss ich auch ehrlich zugeben. Dass es langsam eng wird.
So, wunderbar. Guck mal hier. Rune Research will progress nicely. Es wird ordentlich ausgebaut. Das kann ich noch nicht. So. Ja, das Restaurant interessiert mich nicht so. Karten kann ich weiter ausbauen. Die Statue interessiert mich auch nicht. Ja, komm, machen wir die Weideproduktion noch schnell und dann... Hat die Marfa einen schönen Hoch. Hof. Hof. A fine ranch. Ich weiß schon, dass ich die Koch- und die Beyblade-Quest auf jeden Fall als letztes machen werde. Das glaube ich dir nur zu gerne. Well then, another. Das ist nur zu selbstverständlich, dass man sich damit ausreichend Zeit lässt. Rubinenbrosche, so. Die haben ja gar nichts angelegt. Dann soll sie mal die Magie steigern. Ich muss mal gucken, was ich noch in meiner Ruhe so hab. Goods, right? Leave it to me. So, wo habe ich denn hier? Euphorius. Erhöht die Konterrate moderat. Aber hier könnte ich halt... Aber sehe ich nicht, was die anderen tragen. Guck mal, er hat zum Beispiel einen Sonnensteinring. Den müsste ich ihm doch abnehmen können. Ne, dass ich jetzt sage... Eigentlich müssten sie mir doch mal alles anzeigen. Da wird mir jetzt nur das angezeigt, was im Lager ist. Hm. Die Verteidigung noch mal hoch. Ah ja, hier kann ich jetzt halt zum Beispiel alles ablegen lassen. Weil die haben ja einiges hier. Ne, du bleibst. So. Jetzt kann ich wieder... Ne, Rune will ich nicht. Oh.
Das Ding ist ja richtig heftig. Alles um 5 hoch. Kriegt er einfach mal. So, wen habe ich noch dabei? Nö, okay. Dann habe ich ja sie. Verteidigung noch ein bisschen hoch. Und bei dem jungen Mann? Da kriegt er Verteidigung. So, der Score ist einfach so random. Das eine Match gewinnst 35 zu 10, das nächste verlierst du 20 zu 45. Einfach zu viel RNG. Ja, ich habe schon oft gelesen, jetzt auch in den sozialen Medien, dass da viele abgefuckt sind vom Kochen. Dass die da einen Nervenzusammenbruch kriegen. Ach, da ist doch schon das Haus. Ist halt sehr wild, ne? Angeblich sollst du dir ja merken können. It's magnificent. If he was hoping to impress me with a welcome gift, okay. This facility will do nicely. Okay, ich habe eine. Da ist schon wieder jemand Neues. Man soll sich das ja angeblich merken, was die einzelnen Personen gerne essen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob man da auch Zettel und Stift braucht. I accept your worthy offering. Mhm, okay. Can I help you? Ja, kann ich dir helfen? I am the necromancer Milana. Master of the dead, and soon to hold dominion over their king as well. Oh. What? I am the necromancer Milana, master of the dead, and soon to hold dominion. Oh, no, no, I don't need you to repeat yourself. I guess what I'm really asking is, what are you doing here? Wunderbar, dass ich gleich auf sie treffe. Are you not an army commander? The bloodthirsty look on your face says it all. My deathly thralls would fight and die for you in a heartbeat. Were any part of that statement actually possible? Let's go back to that necromancer part for a second. We've been having ghost sightings lately. Is that your doing? Very well. Haben wir sowas? If you're that insistent, then I shall allow you to become my minion. And then you will know the extent of a necromancer's power. She dodged the question. Das ist einer der Top 3 Magier. Gut zu wissen. I said, if you are that insistent, then I shall allow you to become my minion. And then you will know the extent of... Alright. Alright. I got it. Nehme ich gerne auf. Schließen wir uns einfach zusammen. Let's join forces. Oh, spare me your rubbish. I was not soliciting your opinion. You are my minion now, and it's as plain as that. Fight well for your new master. Okay. What? Irgendwie untergräbt jeder meine Autorität. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Wiedergängermeisterin Milana. Okay. No need to rush. Rune der Rüstung erhöht Rüstungswert um 50%. Ja, ist doch ein bisschen was hier. Könnten ein paar Dreier dabei sein, aber ich denke, das kommt mit der Zeit. Hat sie was Neues? Ja, hier, das. Starker Hut. Was
So, zack. Ja, ich will weiter kaufen. Doppelkreuz. Neil, warum bist du denn so schlecht ausgerüstet? Okay, das sind jetzt nicht so die besten Sachen. Thank you kindly. Ja, okay. Dann würde es jetzt mal mit der Hauptstory weitergehen. Nachdem die erste Hälfte jetzt wieder nur fürs Rekrutieren draufging. Könnt ihr hier nochmal gucken? Warte, wo ist denn dieses? Hier soll ja noch ein Doktor sein. Und da ich eh dorthin muss, kann ich ja gleich mal gucken, ob ich den besagten Doktor finde. Ganz spontan noch. Ob hier der, ob er hier ist, ob ich ihn sehe, ob ich ihn finde. Nee, wir spielen jetzt nicht. Ja, komm, geh weg. So, hallo. Schönes Wetter, ja, wünsche ich dir auch. Hier vielleicht? Ah, der wird's doch sein. I know who you are, lad. I'm surprised the commander of the Alliance would pay me a visit, but pleased at that. Rohan. As it happens, I was just starting to consider packing my things and paying your town a visit. Do you know why? Mm-mm. Because I want to offer you my services. That's why. That's kind of you, but what's your reason? I hear the town's done a lot of sudden growing, and doctors are always in short supply. I thought I might be able to help. Das ist ja nett von dir, und du willst keine Gegenleistung? There will be wounded, and I cannot rest for the thought of it. So, do me this favor and take me into your employ. Gerne. Solange du nichts als Gegenleistung willst. Das ist ja mal was ganz Einfaches. Thank you. People like you, lad, who stand up for others, oft suffer the first wounds. Should that happen, my healing will be at the ready. My name is Rohan, and you can count on me. I will be a pillar of support for you and your community. Gelassener Arzt Rohan. Herzlich willkommen, Meister. Das war ja mal einfach. Ah, ich muss ein Schläfchen machen. Das hätte ich mal bei mir machen sollen. Hätte ich mir ein bisschen Geld gespart, aber... So. Dann... sind wir hier fertig. Ist das auch noch schnell erledigt? Mensch, dieses Sammeln macht aber auch süchtig. Dieses Sammeln macht aber auch verdammt süchtig. Die heiße Quelle nicht vergessen. Ja, da müsste ich eigentlich auch rein. Oh Gott. Dass es einen Buff gibt. Die heiße Quelle lasse ich jetzt. So, jetzt gehen wir mal wieder da hoch ins Wäldchen.
Und dann gibt es ein kleines Päuschen erstmal. Ich muss hier mal frische Luft reinlassen. Das riecht hier abartig. Ich rieche mich schon selber. Das ist immer das Angenehmste. Show me some hustle. Ja, komm, ein bisschen kämpfen machen wir noch. Zack, 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 zack. Targeting vitals. Ah, sie hat eben auch eine gute Crit-Rate. Erstmal gelähmt. Deploying. We won! I like it. Und Yugo steigt wieder Level auf. Sim. Dann würde ich sagen, bevor ich hier in den Wald verschwinde, mache ich jetzt das kleine Päuschen. Uiuiuiuiui, da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben da lassen, über einen Kommentar freue ich mich auch und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt es hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen, sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.